Herzlich willkommen im Filmstudio der Helaba. Mein Name ist Stefan Mitropoulos und ich bin im Research der Helaba zuständig für die Assetklasse Immobilien. Und mit mir im Studio heute ist Sabrina Mies, unsere Pfandbriefanalystin. Sabrina, wir wollen uns heute im Rahmen unseres Jahresausblicks über Pfandbriefe und Immobilien unterhalten. Wie sieht es derzeit am Pfandbriefmarkt aus und wie geht es im nächsten Jahr weiter? Nun, die Primärmarktemissionen waren etwas geringer als in den Vor-Corona-Jahren. Ansonsten trumpfen Covered Bonds mit sehr hohen Bonitäten und einem sehr stabilen Bonitätsausblick. Dazu trägt ein robuster Bankensektor bei, ein gutes Niveau an Überdeckungsquoten und Ratingpuffern. An der hohen Qualität dürfte sich für 2022 auch nichts ändern, selbst wenn es zu pandemiebedingten Kreditausfällen verspätet kommt. Tja, und am Primär- und Sekundärmarkt an sich bleibt die Geldpolitik der beeinflussende Faktor. Auf der Angebotsseite haben die Banken hohe Aufnahmen bei der EZB getätigt und zügeln damit nach wie vor, wenn auch vielleicht etwas weniger, die öffentlichen Platzierungen. Auf der Nachfrageseite bleibt die EZB aktiv im Rahmen ihrer Ankaufsprogramme. Allerdings wahrscheinlich etwas weniger. Der Blick geht hier auf Anleihen aus dem öffentlichen Sektor und das Interesse an Covered Bonds wird etwas sinken. Per Saldo gehen wir von einem Euro-Benchmark-Emissionsvolumen zwischen 110 und 120 Milliarden Euro aus. Das liegt unter den Fälligkeiten von 136 Milliarden Euro. Und zusammengenommen mit der stetigen Nachfrage der EZB rechnen wir nicht mit merklich steigenden Risikoprämien. Aber das Angebot hängt natürlich auch vom Immobilienmarkt ab, wie das Immobiliengeschäft läuft. Deswegen, Stefan, an dich die Frage: Wie sieht es aus 2022 mit dem Immobilienmarkt? Ja, der Immobilienmarkt wird im kommenden Jahr natürlich vom kräftigen Wirtschaftswachstum profitieren, das wir erwarten. Nichtsdestotrotz sollten sich die einzelnen Segmente des Immobilienmarktes wiederum sehr unterschiedlich entwickeln. Wir sehen das hier an der Entwicklung der Kapitalmärkte. Anlegers Liebling bleibt der Wohnimmobiliensektor. Die Nachfrage hier ist ungebrochen groß. Es wird zu wenig gebaut. Das Angebot kann mit der Nachfrage nicht mithalten. Und das führt dazu, dass die Preise weiterhin kräftig steigen werden. Der Büroimmobilienmarkt wird auch wieder wachsen. Er hat sich ja zuletzt seitwärts bewegt, kann aber wegen der zunehmenden Belastung durch das verstärkte Arbeiten im Homeoffice nicht ganz an den Boom vor der Krise anknüpfen. Weniger günstig bleibt die Situation bei Einzelhandelsimmobilien, zumindest in vielen Segmenten des Einzelhandels, weil hier eben auch nach der Corona-Krise die Belastung durch den zunehmenden Online-Handel wehtut und das für nochmals leicht rückläufige Kaufpreise und Mieten sorgen wird. Insgesamt eben ein gemischtes Bild am Immobilienmarkt. Also wir sollen immer auf die verschiedenen Sektoren schauen, das habe ich verstanden. Wie sieht es denn aus mit steigenden Zinsen? Kann das Probleme bereiten? Grundsätzlich gefallen steigende Zinsen natürlich dem Immobilienmarkt nicht und wir sehen tatsächlich einen Zinsanstieg im kommenden Jahr. Aber muss man sagen, der Zinsanstieg wird so überschaubar bleiben, dass er nicht die Qualität hat, den Immobilienmarkt größer zu belasten. Und das bedeutet eben letztendlich, die Finanzierungsbedingungen am Immobilienmarkt bleiben sehr günstig, auch im historischen Vergleich. Und die relative Attraktivität der Immobilien als Assetklasse, insbesondere im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren, bleibt groß. Das sind doch gute Nachrichten für das Immobiliengeschäft und damit auch für Covered Bonds. Ein anderes Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Der Immobiliensektor gilt ja als Hauptverursacher für CO2 und damit ist damit im Fokus der Klimaschutzpolitik. Wie sehr beschäftigt das den Markt? Nun, ich gehe davon aus, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit eines der prägenden Themen des Jahres 2022 auch am Immobilienmarkt sein werden. Das geht über ökologische Aspekte noch hinaus, betrifft auch soziale Aspekte und Governance. Und erstmal müssen die Investoren natürlich ESG-Kriterien einheitlich definieren, brancheneinheitlich. Das wird eine wichtige Aufgabe sein im kommenden Jahr. Und wenn diese Kriterien da sind, dann werden die Portfolien der Investoren dahingehend überprüft und vermutlich strategisch neu ausgerichtet. Und das führt dann dazu, dass sicherlich mehr grüne Immobilien nachgefragt werden. Aber es trifft nicht nur den Erwerb von Neubauten, sondern im Bestand ist eben viel zu tun, Stichwort energetische Sanierung. Also insbesondere Nachhaltigkeit als sehr vielschichtiges und wichtiges Thema, was uns noch lange begleiten wird.
Aber Nachhaltigkeit ist nicht nur für die Immobilienwirtschaft ein wichtiges Thema, sondern Pfandbriefe sind ja größtenteils mit Immobilien unterlegt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch hier sehr, sehr wichtig ist für die Assetklasse. Absolut. Wir sehen immer mehr Banken, die grüne und soziale Darlehen über grüne, soziale, sustainable covered bonds refinanzieren. 2021 haben wir einen enormen Anstieg gesehen, 17 Milliarden Euro. Das Segment an sich ist zwar noch sehr klein, aber das relative Wachstum war sehr groß. 17% der Emissionen liefen unter dem Titel grün, sozial oder sustainable. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor und das ist schon wirklich enorm. Für 2022 gehen wir von einem weiteren starken Zuwachs aus. Die Aktivität am Markt bleibt hoch. Du hast es eben gesagt, das Wachstum im Neugeschäft kommt hinzu und insofern ein sehr dynamischer Markt. Das war unser kurzer Ausblick zu Immobilien und Covered Bonds im Hauptszenario unseres Jahresausblicks. Wenn Sie mehr wissen möchten, schauen Sie gerne rein. Schauen Sie auf die Alternativszenarien, die wir haben, auf weitere Assetklassen, auf konjunkturelle Aussichten in vielen Ländern, in unserem Jahresausblick Märkte und Trends 2022.